Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir nehmen erstmal einen guten Morgentrunk. Ja, das war eine richtig erfolgreiche Tour gestern. Sonne geht auf und ich kann mal damit beginnen. Mich um den Resthirsch zu kümmern. Krähen sind nicht zu sehen. Das einzig Bedauerliche ist, dass der verrückte Wolf mit meinem Pfeil weg ist. Aber alles andere lief super, super gut. So. Frisch, frisch. Okay, ich habe hier zwei davon. Dann, wir haben davon 8. Dann sollten wir mal die Hütte aufbauen, den Snow Shelter. Oder das Snow Shelter. Fein. So. Und wir warten einen Moment. Was wollte ich denn checken? Wir hatten hier ein paar Ausschusspfeiler. Das ist auch Crap. So, fein, fein. Kohle kann ich zurücklegen. Ja, dann mache ich mich auf die Suche nach meinem Pfeil, glaube ich. Oder? Ja, zumindest kann man ja mal schauen, ob man den Wolf irgendwo sieht, irgendwo Krähen fliegen. Thank you.
Und dabei geht es mir eigentlich mehr um den Pfeil. Als... um Pelz, Fleisch und Därme. Na, ist er das nicht? Ja. Gut. Ich glaube, die Haut... 36, 54, 36. Ich denke, dann holen wir von dem Hirsch noch die Därme. Wir werben uns auf, holen von dem Hirsch die Därme. Gut. 27, 54. Sehr, sehr gut. Ablegen. So cold. Just gonna lay down for a bit. Und ist noch was zu tun. Ne, wir nehmen uns einfach was zum für die Nacht. Und dann ab ins Bettchen. Also ich wollte mal schauen, wo wir in der Statistik stehen. Bei 47 Tagen. Gut. Lagerkollerrisiko, okay. Ja, das war klar. Wo sind wir da? Bei 30. Starving. So. Man hätte hier die Möglichkeit zu lernen. Ich weiß nicht, ob es zu kalt ist. Oh ja.
Gott, also das macht keinen Sinn. Da rennen wir nur hin und her. So, jetzt könnte es was werden. Denn ich habe ja die Schneehöhle an einem geschützten Ort. An einem geschützten Ort aufgebaut. Ja, aber bei minus 24. Uns noch mal kurz aufwärmen. Wobei man jetzt vor der Tür quasi ein Feuer machen könnte. Ich glaube, ich mach das. Dann wir haben jetzt die Lupe als als Hilfe. So. Sticks haben wir. Ich schau so nochmal rein. Also. Vielleicht ist ein Platzproblem. Lupe. Wir brauchen einmal Zunder. Scheint zu klappen. Ja, und ich habe die Töpfe mitgenommen, weil wir dann gleich hier wieder Wasser kochen können. So, dass das Feuer immer optimal genutzt wird. Gut, hier wird's warm. Dann essen. Und wir sagen. Eine Stunde. Here.
Kann man gleich mal wieder ablegen. Lohnt es sich da noch eine Kohle rein zu tun? Ja. Nee, lohnt sich nicht. Ah, schade. Tarn. Fast ausgelesen. So, es ist recht mild, oder? Naja. Immer noch bei 15% Lagerkörner. Risiko. So, ich lege das mal, obwohl die Sticks, die Kohle, die ich hier habe. Beziehungsweise ein bisschen reparieren. Und dann bleiben wir noch eine Weile. Schick Aurora. Immer wieder cool. Ja, also diesen anderen Hirsch habe ich abgeschrieben. Ich glaube, nach drei, vier Tagen kann man dann einfach kann man das Fleisch nicht mehr verwerten. So, wir essen einen Stick. Nehmen einen Drink. Sagen, alles was drin ist. Gut, haben wir denn jetzt genügend Stuff, um uns eine Kappe zu machen? Und zwar hier, genau.
geklappt. Gleich mal verwenden das Ding. So, wir sind jetzt bei 12,8. Nee, das ist falsch. So, dann können wir nämlich überflüssigen Stuff, die Hose, tragen wir hier noch um. Ja, mit den Socken. Ah, ich bin bei diesen Socken nicht überzeugt. Kann man die überhaupt noch reparieren? Okay, hat funktioniert. Mit dem Hemd geht's auch abwärts, naja. So. Überlege. Das tue ich mal wieder zurück. Ich überlege, ob es Sinn macht. Rüber zu gehen, um ein bisschen mehr Stoff zu holen. Ich denke, das ist tatsächlich sinnvoll. Temperaturen sind okay. Den Wolf lasse ich da erstmal liegen. Ist ein bisschen abrupt die Entscheidung, aber in meinem Kopf reift die schon seit einiger Zeit, und zwar die Idee zu diesem Holzfäller-Hütten zu gehen. Um Stoff zu holen, denn Stoff ist hier so ein bisschen Mangelware gerade. Ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. So, haben wir hier Kohle? Ja. Too cold.
soon as I think. Ja, das ist das Fantastische an dem Spiel. Man hat immer was zu tun. Man denkt eigentlich, naja, bricht hier nicht nach 10, 15 Tagen große Langeweile aus? Nee, nee. Man muss sich immer fragen, wie sind die nächsten Schritte? Da ist er. Genau, dich wollte ich lieber nicht treffen. So, wir wärmen uns hier erstmal auf. Ja, das kann echt schief gehen, wenn man hier einfach durchläuft. Muss man wirklich irre vorsichtig sein. Keine Probleme auf der Rodungsfläche. Wieder? Weil hier ist ja auch ein Bärengebiet. Und da ist er. Okay, da ist der Bär. Ja, das ist zur Bärenjagd ein problematischer Spot. Man weiß hier nicht so recht, wo man sich verstecken soll. Dann lieber am See. Oh ja. Ich glaube, der Spot am See ist besser. So, man kann natürlich die Verletzung jetzt einfach über die Zeit heilen lassen. Wäre auch eine Sache, über die ich nachdenke. Aber vielleicht steht hier ein Hirsch vor der Tür und dann bräuchte ich den Bogen und den Bogen können wir, glaube ich. Genau. Kann man nicht nehmen. Pistole soll er mir aber geben. Ja, da war auch gleich da.
So, mal umschauen, ob hier ein Hirsch steht. Ja. Gut. Gleich rein. Ja, also wir können... Oh. Wir können von... den Rohrkolben leben jetzt für diese eine Nacht. Da ist eine Dose, an die ich nicht rankomme. Aber Jagd wäre natürlich besser. Manchmal steht hier ein Hirsch in der Nähe. Sollen wir mal checken. Das kann man auf jeden Fall mal schon mal gegen die verschwommene Sicht nehmen. Kein Kadaver, nicht zum Aufschneiden. Also ganz da vorne liegt ein Kadaver. Ja, vielleicht mach... Das klingt aber nah. Oh ja, der ist aber dicht dran. Okay, und jetzt ist nichts wie weg. Ich meine, die sind hartnäckig. Die laufen einem auch hinterher. Wenn die die Witterung aufnehmen. Mir ist schon mal einer bis zum Försterturm hochgefolgt. Wir haben hier eine tolle Kochstelle. Oh, so cold.
schick Feuer machen. Come on, little fire. Perfect. So, wir haben beide Töpfe dabei, das ist gut. Okay, was hat er für uns? Nicht viel. If I don't warm up soon. 28 Minuten. Ich hol mal von drin noch. Wo waren wir denn eigentlich? Waren wir hier? Denn ich hatte doch Holz noch drin gesehen. Ich dachte, ich hätte hier gerade einen Hirsch gesehen, aber war Wunschdenken. Nur eine Kiste. Okay, fein, dann... Snow if the hypothermia wouldn't kill me. So. Ja, Zeit draußen zu verbringen ist, glaube ich, schon mal gut. It's a goddamn freezing. Weitere 2 Liter. Und nochmal 2 Liter. Gut. Darf man nur nicht vergessen. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Wenn wir schon mal die Fackel haben. Okay, fein. So. Apropos Fackel, ja, wir haben noch ein paar. Gut, dann nehmen wir das. Riskant. Schimmelig. Ich hoffe, es klappt. Hat geklappt. Auch riskant.
Jetzt können wir endlich das Fleisch draußen ablegen. Denn mehr braucht man nicht für die Nacht. Vielleicht noch ein Kettel. Richtige. Dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.